Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie hier zum vielleicht letzten oder sonst ganz sicher zweitletzten Video in der Pathologie oder überhaupt im ganzen Lehrplan, den ich mit Ihnen dürfen machen. Und zwar fahren wir weiter in dem Immunsystem, wo wir angefangen haben. Wir haben im letzten Video, habe ich Ihnen einfach hier aufgrund von dieser Abbildung hier, habe ich Ihnen probiert zu erklären, was einfach auf der zellulären und auf der molekularen Ebene abläuft, wenn es zu einer Erkrankung kommt. Und hier zuunterst geht es ja dann um die Heilung, um die Überwindungsphasen und so. Und da sehen wir, da haben wir dann die Lymphozyten, die fähig sind, können Antikörper zu bilden. Und das Ganze hier, die Antikörperbildung und die Makrophagen, die hier fähig sind, um können, zu phagozytieren, das ist ja dann eigentlich die sogenannte Immunantwort. Und das ist das, was ich jetzt als nächstes mit Ihnen möchte anschauen. Und das ist da bei uns, ist jetzt das Kapitel 162. Also das ist die Immunreaktion oder halt auch Immunantwort. Wir sehen es, ich habe nachher noch ein Arbeitsblatt, wo das mit so Zeichnungen illustriert. Aber prinzipiell kennen wir einmal die unspezifische Immunantwort. Das ist, also es gibt zwei, es gibt die spezifische und die unspezifische. Vielleicht zuerst etwas da zu der unspezifischen Immunantwort. Also die wird von den Makrophagen gemacht und Makrophagen sind eigentlich relativ rassig unterwegs. Die sind im Prinzip, zirkulieren die im Blut drin und wenn dann eben im Gewebe etwas passiert, denken Sie an die Entzündungsreaktionen, an die Entzündungsmediatoren, wo dann eben die Permeabilität von den Blutgefäßen und so weiter tönt. Erhöhen, dann tritt die Blutplasma aus, eben denken Sie an die Symptome, Tumor, Rubor, Kalor und so weiter. Und das Blutplasma, das dann durch die Kapillare austritt, reisst dann halt auch Makrophagen mit. Die gehen dann mit oder ein Teil ist bereits schon im Gewebe als ansässige Immunzellen dort vorhanden. Aber die anderen aus dem Blutkreislauf, die kommen jetzt zur Verstärkung. Also die sind relativ schnell und die sind auch sehr gut beweglich. Die können sich dann zwischen den Zellen vom Gewebe, können die sich durchquetschen und die gehen dort her, wo irgendwelche Mikroorganismen, Fremdsubstanzen oder irgendetwas los ist. Also die spezifische Immunantwort, die passiert also sofort. Die ist relativ ungenau. Was das heißt, das sehen wir gerade. Also die wird von den Makrophagen gemacht. Eben, die quetschen sich dann da durch die verschiedenen Zellen vom Bindegewebe oder sagen wir von einer Muskulatur oder wo es dann halt auch immer ist. Und die phagozytieren dann eben irgendwelche Mikroorganismen, Viren, Bakterien, was auch immer, oder Infizierte.
infizierte Körperzellen oder halt auch Körperzellen, eben, die als fremd erkannt werden, weil da eben in der Zellteilung ein Fehler passiert ist. Das haben wir ja im letzten Video innen angeschaut. Also die Makrophagen phagozytieren Mikroorganismen, infizierte oder unfehlerhafte Körperzellen, dann artfremdes Eiweiß. Auch da noch schnell erklärt. Ja. Und eben die Sachen, die Makrophagen phagozytieren können, das können wir dann alles zusammenfassen als sogenannte Antigene oder abgekürzt AG. Was die Makrophagen auch noch machen, sehen wir dann auch in einem späteren Moment. Also eben stellen sie sich vor, jetzt haben wir irgendwo so einen Bakterienhaufen und da stülpen sich jetzt die Makrophagen drüber und tun die Bakterien inaktivieren, indem sie die Bakterien in sich einverleiben. Und im Prinzip hat ja dann eigentlich so eine Makrophage, so ein Granulozyt, seinen Lebenszweck erfüllt und dann zerfällt die Zellen und wird aufgelöst und ausgeschieden. Jetzt kurz bevor die anfängt zu zerfallen, kommt die noch so in ein ruhendes Stadium und macht dann die sogenannte Antigenpräsentation. Und das ist nichts anderes als eben die Antigene, die jetzt von dieser Makrophage verschluckt bzw. phagozytiert worden sind. Die wandern jetzt nochmal oder werden gestoßen. Also wie genau das jetzt da passiert, das weiß ich nicht einmal. Die Antigene, die wandern jetzt nochmal von innen her, also aus dem Innern des Makrophagen wandern die an seine Zellmembran, ragen dort ein bisschen raus und sind jetzt eben so präsentiert. Und dank dieser Antigenpräsentation, die die Makrophagen machen, können dann die Lymphozyten, das sind die, die Antikörper produzieren, machen wir gerade nachher, können dann die Lymphozyten in aller Ruhe die Antigen abtasten und dann schön gegen die Antikörper produzieren. Jetzt die unspezifische Immunantwort, also da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Eben, also die ist sofort, die ist schnell, die ist aber ungenau. Alles, was nicht in den Körper hineingehört, wird gefressen. Die unspezifische Immunantwort, die wird unterstützt eben von dem Komplementsystem. Die Protein da, wo die fremden Sachen markieren, eben schmackhaft machen für die Makrophagen, dass die wissen, dass die noch besser wissen, wo sie her müssen. Ja, und, aha, okay, das ist natürlich, das ist noch wichtig, also die spezifische Immunantwort, die ist angeboren. Das heisst, die ist sofort, oder das direkt kurz nach der Geburt, ist die funktionsfähig. Oder leistungsfähig. Aber, jetzt kommt schon das Aber, denken Sie an die OP, at young, old, pregnant and immune-deficient people, oder? Also das ist funktionsfähig, aber noch lange nicht so leistungsfähig, wie es das sollte sein. Aber es ist da. Gut. Dann vielleicht ein paar Worte weiter zur spezifischen Immunantwort. Ja.
Und die spezifisch immun. Die spezifische Immunantwort, so wie es der Name schon fast so ein bisschen sagt, die ist jetzt relativ präzise, aber langsam. Oder da die unspezifische, die kann gerade sofort auf Platz sein und etwas machen. Und da die spezifische Immunantwort, die ist viel, viel langsamer. Und jetzt stellt sich nochmal das mit der Antigenpräsentation vor. Jetzt kommen also die Lymphozyten mit Antigen in Kontakt und erst dann können sie anfangen, Antikörper produzieren. Also Lymphozyten, die kleinen Zellen mit dem grossen blauen Zellkern. Also wenn die Lymphozyten mit Antigen in Kontakt kommen, dann produzieren sie die Antikörper, dann kommt es zu dieser Antikörperproduktion. Und Antikörper, das sind die Y-förmigen Proteine, die dann passgenau aufs Antigen passen, also punktgenau. Also Antikörper passen punktgenau auf die Antigen. Aber das ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also eben ein Schloss können Sie nur dann auf und zu machen, wenn der Schlüssel genau passt, oder? Und das ist dann hier auch, der Antikörper passt dann wirklich auf das Antigen und so, wie Sie mit einem Bajonettverschluss etwas verschliessen, ist dann das verhängt und dann wird das Antigen inaktiviert. Also die Antikörper passen punktgenau auf das Antigen. Dann wird das inaktiviert. Das ist der sogenannte Immunkomplex, da die beiden zusammengehängt. Und der Immunkomplex, der wird dann wiederum von den Makrophagen phagozytiert. Also das ist einmal da, was die Lymphozyten können. Das ist also eine erlernte Fähigkeit, oder? Also die haben da schon ein bisschen Arbeit zu machen, bis sie da die wissen, wie das geht. Das ist also nicht angeboren, sondern die Antikörperproduktion ist also eine erlernte Fähigkeit. Gut. Jetzt die Lymphozyten, die tasten jetzt die präsentierten Antigen sehr gut ab und dann erstellen sie einen Bauplan für die Antikörper. Also sie machen das so, die Lymphozyten, die entwickeln jetzt also so einen Bauplan. Ein Bauplan für die Antikörper, den wird abgespeichert in der sogenannten Memory-Zelle. Das sind so ein bisschen andere Lymphozyten.
Aber ist wahrscheinlich selbsterklärend, oder? Also das ist der Speicher, oder? Wo wir nachher den, wo eigentlich eben die Gebrauchsanweisung, wie ich die Antikörper muss bauen, ist dort drinnen abgespeichert. Und wenn es dann bei einer erneuten Infektion mit dem gleichen Antigen wieder Antikörper braucht, dann kann der Speicher in diesen Memory-Zellen sofort angezapft werden, dann können sofort Antikörper produziert werden und dann eben bei einer zweiten Infektion oder sonst einer dritten, vierten und so weiter Infektion mit dem gleichen Erreger ist die Immunantwort viel, viel schneller und viel, viel besser. Eben weil die Baupläne für die Antikörper vorhanden sind. Also, bei einer erneuten Infektion oder sagen wir einfach Antigenkontakt. Es muss ja nicht ein Mikroorganismus sein, der eine Infektion macht. Ja, das wird jetzt eben bei einer erneuten Infektion oder einem Antigenkontakt mit dem gleichen Antigen, das vielleicht große Buchstaben aufschreiben und das nachher erläutern. Eben werden die Baupläne aktiviert. Und dann kommt es sofort zu einer Antikörperproduktion. Also, und dann habe ich dann eine schnelle Immunantwort. Und das heisst dann, wenn es zu einer zweiten oder mehr, wir sagen jetzt weiteren Infektion kommt, dann habe ich dann milde oder sogar keine klinischen Symptome. Oder je nachdem, also kommt es sogar zu einer lebenslangen Immunität, also wo ich überhaupt nie mehr an dem Virus oder was es denn ist, erkranke. Das ist dann das sogenannte immunologische Gedächtnis. Gut, nein, also das immunologische Gedächtnis ist überhaupt eben die abgespeicherten Antikörper. Jetzt, die das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen. Wenn Sie jetzt eine erstmalige Infektion haben, oder, dann haben wir zuerst die spezifische Immunantwort, die schnell geht, und die parallel dazu eben fängt dann die Lymphozyten auch an Antikörper zu produzieren. Und sie können dann die Krankheit schon bekämpfen. Das geht dann aber etwa 10 Tage bis 2 Wochen, bis genügend Antikörper vorhanden sind. In genügender Qualität und in genügender Menge. Das heisst also, wenn Sie Ihre Grossi ins Altersheim besuchen wollen, dann muss die Frau, wenn sie das will, oder der Grossvater, wenn er das will, mindestens einmal geimpft sein gegen Corona. Oder zum Beispiel. Also und nach etwa 2 Wochen oder so sind eigentlich genügend Antikörper vorhanden, dass die Person geschützt ist.
Und das ist auch eben, weil die Antikörper, die müssen erst aufgebaut werden. Und die erneute Infektion, da eben, wie gesagt, da ist es dann schneller. Und jetzt, wieso sage ich gleiches Antigen? Ja, was habe ich jetzt auch schon gehört, alles im Zusammenhang mit Corona und so, dass mir Leute gesagt haben, ja, jetzt bin ich ja alle Jahr gegen Grippe impfen und bin gleich an Corona erkrankt. Ja, weil Grippe wird durch das Influenza-Virus verursacht. Und das Coronavirus ist halt ganz anders. Also das Grippevirus sieht schon so ganz anders aus. Es sieht so, wie sagt man in dieser Form, stellen Sie sich einen Würfel vor und jede Ecke des Würfels wird nochmal ein bisschen abgeflacht. Dann kommen Sie auf so etwas, wie sagt man dem, einfach so einen Kubus mit abgeflachten Ecken, oder? Also so sieht das Influenza-Virus aus. Und wie das Coronavirus aussieht, das wissen wir unterdessen auch alle. Mir hat letztens ein kleines Mädchen gesagt, sie habe schon mal ein Coronavirus gesehen. Und dann habe ich gedacht, Jesus, nein, was ist denn jetzt los? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Dann hat sie gesagt, rot. Dann habe ich gesagt, ja, wo hast du denn das gesehen? Dann hat sie gesagt, auf dem Handy von Mami. Ja, also, eben. Das ist die heutige Jugend, ist mit ganz vielen anderen Sachen konfrontiert. Gut, das habe ich Ihnen da, was ich jetzt hier probiert habe aufzuschreiben. Dafür da haben Sie ein Arbeitsblatt bekommen. Pato 23 heisst da. Das ist das hier, Pato 23. Und da habe ich Ihnen einfach nochmal ein bisschen probiert, die Sachen mit der unspezifischen und spezifischen Immunantwort zusammenzustellen. Also Sie haben, wenn man es hier vielleicht, das ist jetzt ein bisschen schräg kopiert worden, Entschuldigung, wenn man hier die unspezifische Immunantwort anschaut, eben, dann haben Sie hier die Makrophagen und die gestrichelten Linien und die Pfeile hier, die sollen einfach symbolisieren, dass die sich können bewegen, also die können sich verformen. Eben das sind nicht Ortsan, also das sind nicht Zellen, die irgendwo auf einer Unterlage befestigt sind, sondern die können sich frei bewegen. Und jetzt habe ich hier also den grünen Haufen da, ja, sind jetzt vielleicht irgendwelche Kocken, also es können irgendwelche Mikroorganismen sein, Bakterien, Viren, können aber auch Zelltrümmer sein, veränderte Zellteile oder irgendwelche Fremdkörper oder so. Also das hier können wir mal so, wenn Sie wollen, als Antigen zusammenfassen. Einfach da, wo fremd ist. Und das erkennen jetzt die Makrophagen. Und dann stülpen die sich über den Zellhaufen drüber und nehmen den in sich einverleiben. Und jetzt die violetten Kästchen, die ich hier habe, das sind das ist das Komplementsystem, wo jetzt die Makrophagentätigkeit unterstützt. Also die Komplemente, die markieren einerseits mal das zu phagozytierenden Antigen. Und nachher, wenn die Phagozytose erfolgt ist, dann ruht diese Makrophage und dann kommen nochmal, also wir haben ja auch viel von diesen Komplementsystemen, und setzen sich nochmal auf die Oberfläche von diesen Makrophagen, markieren die also, und gleichzeitig kommt es jetzt eben zu dieser Antigenpräsentation. Also irgendwie wandern, bevor das völlig zerstört wird, wandern die Antigen nochmal so ein bisschen an die Oberfläche von diesen Makrophagen und ein Stück schaut dort einfach raus. Und dann können die Lymphozyten kommen. Das wären dann eben die kleineren Immunzellen mit dem grossen blauen Zellkern. Und die fahren dann hier die Oberfläche mit den präsentierten Antigen, tasten es quasi ab und können dann Antikörper produzieren. Also das können wir vielleicht hier noch anschreiben.
Das wäre jetzt so ein Lymphozyt. He? Und irgendwann löst sich dann das Ganze auf, dann kommt es zur Lyse, zum Zerfall, zur Nekrose und zur Eiterbildung. Eigentlich. Gut. Also das ist die unspezifische Antwort. Der zelluläre Anteil, den wir hier haben, das sind die Makrophagen. Und der flüssige Anteil ist das Komplementsystem. Und das Ganze ist eben schnell und angeboren. Gut. Jetzt haben wir hier gesehen, also eben das Ganze, das läuft ja eigentlich parallel ab und so. Und jetzt haben wir eben gesehen, jetzt haben wir hier die Lymphozyten, die angelockt werden, die jetzt die Oberfläche abtasten. Und jetzt haben wir hier eine Reihe von Lymphozyten, die eine so eine Antigenpräsentation jetzt quasi hinter sich hat. Also die wissen jetzt etwa, was machen. Also das ist jetzt die unspezifische Antwort. Jetzt so eine Antikörperproduktion wird ausgelöst, einmal zum Beispiel von Viren oder von Bakterien. Ich habe jetzt das einfach V abgekürzt mit Virus. Sie können das neu ergänzen, Bakterium, das auch. Oder machen wir schnell das K, das wäre jetzt eine körpereigene Zelle, die sich aber verändert hat. K wäre jetzt halt eine Krebszelle. Pro artfremdes Protein, das kann irgendein Parasit sein, ein Wurm oder irgend so etwas. Und PO wäre auch ein artfremdes Protein. Das wäre jetzt aber pflanzlicher Herkunft, das wäre Pollen. Und die Antigene, die würden jetzt, das würde jetzt eben da oben passieren, die würden jetzt von irgendwelchen Makrophagen, würden sie phagozytiert werden, dann würden sie präsentiert werden und die Lymphozyten sind jetzt fähig, entsprechende Antikörper zu produzieren. Also eben die Y-förmigen Gäbel, die ich hier gemacht habe, das sind jetzt die Antikörper. Eben, und die passen dann ganz schön drauf. Also sagen wir, der Lymphozyt hier, der produziert jetzt nur gerade die, die nachher das Virus aktivieren kann. Der Lymphozyt, der produziert jetzt irgendwelche solche, auf das komme ich gerade noch, die passen jetzt halt nie nicht, aber da der kleine Lymphozyt produziert jetzt solche, wo dann da das artfremde Protein kann inaktivieren. Also ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Jetzt, was wir hier haben, die Krebszellen, da haben wir jetzt halt vielleicht Antikörper, die nicht auf die entsprechende Oberfläche passen. Und was passiert jetzt da? Die können jetzt nicht aus dem System entfernt werden. Und dann kommt es zur Krankheit oder im schlimmsten Fall zum Tod. Und das, was wir hier alles haben, das sind die erwünschten Effekte von dieser Immunantwort. Also die Erreger oder die artfremden Proteine oder was es denn ist, die werden durch die Antikörper werden die inaktiviert. Und das sind die sogenannten Immunkomplexe und nachher von irgendwelchen Makrophagen, können wir da noch anschreiben, werden sie phagozytiert und dann wird das aufgelöst, innerhalb von wenigen Tagen wird verflüssigt und dann über das Lymphsystem, über die Nieren, wird dann das ausgeschieden. Gut, also da haben wir jetzt den zellulären Anteil, das sind die Lymphozyten. Und der flüssige Anteil, also der humorale Anteil,
Humor ist latinisch und heisst die Flüssigkeit. Das müsst ihr jetzt eigentlich einmal nachschauen, was das mit unserem Humor zu tun hat. Es gibt, das ist etymologisch verwandt, aber ich kann es nicht gerade abholen. Aber Humidité aus dem Französischen oder Humidity im Englischen, das heisst ja beides mal flüssig, also der humorale Anteil, sind jetzt da auch irgendwelche Proteine und zwar die Antikörper. Gut. Jetzt die Antigen, die wir hier haben, die hier, da können wir vielleicht irgendwie noch so mit einem Sternchen machen. Also Antigen müssen proteinhaltig sein. Und dann kommt es zur Antikörperproduktion. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fremdsubstanzen einatmen, zum Beispiel sagen wir Ozon, das sind Sauerstoffmoleküle, die sind nicht proteinhaltig, gegen die kann keine Immunität aufgebaut werden. Oder irgendwelche Rußpartikel oder so, die können wohl eine Entzündungsreaktion verursachen, auch Ozon zum Beispiel, oder? Ozon, wenn es mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, wird es zur Säure. Darum tut es ja weh bei mir schnaufen, wenn es viel Ozon in der Luft hat. So Schmutzpartikel, Rußpartikel oder so, die eben, die machen wohl eine Entzündungsreaktion, aber weil sie kein Protein haben, kann da auch keine Immunität aufgebaut werden. Gut. Also ich hoffe, das ist da einigermaßen klar geworden, dass die unspezifische und die spezifische Immunantwort ist, eben das ist dann, wenn wir jetzt hier schnell angeboren haben, dann können wir hier noch langsam und erworben dazu nehmen. Nehmen wir hier einen schönen Vergleich. Gut. Dann habe ich Ihnen noch ein Infoblatt auch zukommen lassen. Das ist die Datei Pato 22. Da können Sie sich, wenn Sie das wollen, einmal noch durchlesen. Jetzt bin ich gerade am Schauen. Mhm. Aha, ja, genau. Also, eben die Antikörper. Entschuldigung, ich muss das gerade ein bisschen büscheln. Die Antikörper, die produziert werden, eben die werden auch Immunglobulin genannt. Oder IG abkürzt. Und wenn man die jetzt probiert, so biochemisch zu identifizieren, dann findet man 5 Klassen. Also die IgA, die IgM, die IgE, die IgD und IgDG. Eben die sind, also die IgA, wo haben wir die da? Die sitzen auf der Schleimhäute. Die sind nicht im Blut drin, die anderen da. ME, D und G, die zirkulieren dann im Blut rein, aber die IgA, die sind verantwortlich für die sogenannte schleimhautbasierte Immunität. Also eben, wir können auf der Schleimhaut können wir bereits irgendwelche Mikroorganismen abfangen, sodass die gerne in unser System reinkommen. Ja, also eben die überzeugen Krankheitserreger und verhindern, dass die durch die dünne Schleimhäute tiefer in den Organismus eindringen können. Und eben Schwangere oder sagen wir überhaupt Säugetiermütter, die haben ganz viele IgAs in der Muttermilch drin, damit Babys möglichst keine Durchfallerkrankung bekommen sollen oder Kälbli oder wer auch immer. Weil Durchfall ist tödlich für so junge Tiere. Gut.
Jetzt, wenn wir die anderen IGs hier anschauen, ja, da könnt ihr mal durchlesen. Hier unten habe ich Ihnen hier so eine Darstellung. Die kann man dann auch im Blut, die kann man auch messen, wie viel zirkuliert, wie viel von diesen IGs zirkuliert im Blut rein. Und die IgM, die spielen also eine Rolle bei der ersten Infektion. Also es kommt jetzt hier zu einer ersten Infektion und dann schiessen die gerade mal rauf. Und wenn sie eine Blutuntersuchung machen und sie finden, sie haben relativ viel IgM, dann ist das auch ein Hinweis dafür, dass jetzt der Patient oder die Patientin das erste Mal mit dem Virus oder dem Bakterium infiziert ist. Die IgG, das sind dann vor allem die, wo der Bauplan in den Memoryzellen abgespeichert werden, oder? Also die, wo habe ich das? Nach Überwinden der Infektion werden die Baupläne der IgG in den Memoryzellen gespeichert und bei einer erneuten Infektion rasch zur Abwehr wieder hervorgeholt. Wenn es jetzt also eben zu einer zweiten Infektion mit dem gleichen Erreger kommt, dann sind die parat und gehen sofort rauf. Dann braucht es die IgM eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man dann einen Blutuntersuch macht und sieht, aha, die Person, die hat einen Haufen IgG, dann weiss ich, ah, die ist, ja, die hat das schon mal durchgemacht, die weiss, wie umgehen mit dem. Gut. Die IgG sind die einzigen Antikörper, das ist vielleicht noch wichtig, wo schon vor der Geburt durch die Plazenta von der Mutter aufs Kind übergehen. Und das heisst, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es dank dem, oder was da so im letzten Drittel der Schwangerschaft passiert, hat es bereits IgG, also Antikörper, in seinem Blutkreislauf in. Also was haben wir jetzt? Also, wir haben zwar vorher, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nochmal schnell komme, wir haben zwar vorher gesagt, das ist angeboren und gab vorhanden, aber ein Teil von diesen Antikörper ist halt doch schon vorhanden, weil sie das pränatal von der Mutter über die Plazenta bekommen haben und wenn sie gestillt werden, dann kommen sie das auch noch über die Muttermilch über. Also sie sind als junger Säugling, auch wenn ihr Immunsystem noch nicht so fit und kompetent ist, sind sie über die Mutter, pränatal und postnatal durchs Stillen, sind sie geschützt. Und der Schutz, das ist der sogenannte Nestschutz, das ist auf dem Blatt da beschrieben. Aha, das habe ich habe da keine Farbpatronen mehr gehabt. Die Farben sind ausgegangen, darum ist jetzt das irgendwie unterschiedlich gefärbt, gedruckt worden. Hat aber sonst keine Bedeutung. Also jetzt der Nestschutz, das können Sie mal durchlesen. Also das geht um die IgG-Konzentration, wo maximal im letzten Drittel von der Schwangerschaft passiert, damit das Kind gut geschützt ist. Jetzt, wenn dann das Kind auf die Welt kommt, dann werden die übertretenden Antikörper werden noch einfach abgebaut vom Organismus, von dem Kind. Aber, jetzt kommt das grosse Aber, das Immunsystem vom Kind selber ist noch nicht fähig genug, um eigene IgGs aufzubauen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Das Kind so lange wie möglich stillen, dass das über die Muttermilch Antikörper überkommt und es zu impfen, damit das Immunsystem vom Kind angeregt wird gegen irgendwelche Krankheitserreger können Antikörper zu produzieren.
Also wenn Sie das so in, wenn man da, oi, wenn das so in einer Tabelle oder nein, in einer Grafik möchte, Entschuldigung, Grafik, nicht Tabelle, möchten aufzeichnen, dann haben Sie dort die Konzentration von diesen IgG auf der vertikalen und hier auf der horizontalen haben Sie Zeit. Also jetzt haben wir vielleicht hier irgendwo haben wir die Geburt. Und wenn wir, das mal, wenn wir mal den IgG-Verlauf möchten aufzeichnen, dann steigt der eben so, irgendwo so im letzten Schwangerschaftsdrittel steigt das an und ist dann maximal erhöht bei der Geburt und dann sinkt das wieder ab. Also werden da ganz normal abgebaut. Also da, was schwarz ist, das sind die Antikörper, die IgG, wo pränatal von der Mutter kommen. Jawohl, also irgendwo da. So bei der Geburt haben wir das Maximum. Kurz vor der Geburt und sicher, wenn dann das Kind auf die Welt kommt, dann wird sie selber immunkompetent. Also das Immunsystem ist halt einfach noch nicht reif genug, aber das ist ja der Weg des Lebens, oder? Das wird dann auch immer wieder kompetenter und kann dann selber Antikörper produzieren und wenn es dann irgendwann zu einer Infektion kommt oder so, zu einer späteren Zeit, dann ist also das Kind immunkompetent genug für eine genügende eigene Antikörperproduktion. Also das Blaue sind Antikörper, die selbst vom Kind produziert werden. Und jetzt habe ich eigentlich hier, wenn ich das so anschaue, jetzt habe ich hier eine gewisse Zeit, wo einerseits die mitgegebenen Antikörper von der Mutter sinken und die eigene Antikörperproduktion ist noch nicht fit genug. Also das ist jetzt einfach eine vulnerable Zeit. Vulnerable Zeit. Und zu dieser Zeit werden dann jetzt Impfungen vorgenommen, damit die Antikörperproduktion möglichst schnell und möglichst gut kann aufgefahren werden. Und der Nestschutz ist eben da, wo das Kind überkommt, von der Mutter, sei es pränatal oder dann auch durchs Stillen. Da können wir hier noch hernehmen, später stillen. Also das die hier, das wären jetzt Impfungen. Ja, die sind dann halt eben schon auch nötig, um die Kinder können zu schützen. Gut. Das werden das hier. Okay. Lassen wir es da. Danke vielmals.